vorne ziehe ich mal einen brasilianischen Wein aus dem Regal. Von dem Weingut Monte Pascual oder Pascual, müsste man Portugiesisch können, kann ich nicht. Aber was ich kann, ist ein bisschen was zum Hintergrund zu erzählen. Ende des 19. Jahrhunderts, so 1875, sind die ersten Europäer ausgewandert und haben geguckt, wo können wir den Wein noch überall anbauen und sind dann in Brasilien gelandet. Jetzt ist die Frage, wie sehr hat sich der Wein durch die Lage verändert? Isst man, was man isst, gilt das auch für den Wein? Thomas, sag doch mal. Ein guter Wein wächst auf guten Boden, sagt man ja. Andere Länder, andere Böden sozusagen, also je nach Region sind manchmal gleiche Weine, gleiche Rebsorten, schmecken unterschiedlich. Und da macht natürlich hauptsächlich der Boden und natürlich auch das Klima sind eigentlich die zwei Hauptunterschiede. Warum jetzt, was weiß ich, ein Sauvignon Blanc oder ein Riesling aus der Pfalz anders schmeckt wie im Elsass oder in anderen Ländern. Grundsätzlich kommt es immer auf die Bodenbeschaffenheit an. Hier jetzt typisch sagen wir für die Pfalz leichtere Böden, mehr Sandanteile, Buntsandstein, Verwitterungsboden. Wenn wir jetzt in den Bergen ein bisschen höher gehen bei uns, also an den Hartrand, kommen dann Lehmanteile, Lösslehm dazu. Gehen wir an die Mosel zum Beispiel, wo wir viel Schiefer haben, ist das auch wieder eine ganz andere Typizität wie jetzt im Rheingau oder an der Nahe zum Beispiel. Das heißt, und das ist ja auch das Schöne und das Spannende, jede Region, jeder Weinanbaugebiet hat dadurch oder durch seine Böden auch verschiedene Typizitäten. Der Wein ist, was er ist. Wie gesagt, Wurzeln, Nährstoffaufnahme, geht letztendlich alles in die Beere, geht alles in die Traube. Und die Traube ist ja mein Ausgangsprodukt, der später den Wein gibt. Tja, hat der Thomas so gesagt. Es ist also so, das hier ist ein brasilianischer Wein aus Brasilien mit einer Oma als Europäerin, einer Italienerin vielleicht. Der Wein ist maßgeblich beeinflusst durch das, was er isst, den Boden.